Gino Meyer und Paul Richter fahren Streife in Köln-Godorf und werden Zeugen eines äußerst gefährlichen Fahrmanövers. Boah, so kann er doch nicht mit den Gästen fahren, er fährt total Schlangenlinie. Guck mal, siehst du das? Boah, wenn er jetzt mal gut, boah, halb über den Gehweg, da müssen wir rausziehen. Pass aber auf mit Gegenverkehr. Siehst du was? Ja, perfekt. Der Arnold für den 1434. Ja, Arnold, was? Ja, wir sind im Steinauer Weg und haben da einen Bus rausgezogen, der Schlangenlinie fuhr. Ja, das hab ich mit. Der sieht aber so ganz normal aus, oder? Ja. Macht jetzt nicht irgendwie einen verwirrten Eindruck, oder was? Kannst du mal ansprechen. Warte, ich gucke erst hinten durch die Fenster. Guten Tag. Zwei Fahrgäste drin. Grüße. Wir haben folgendes Problem. Wir sind ein bisschen Schlangenlinie gefahren gerade, ne? Haben Sie mitgekriegt? Ja, mir ist irgendein Igel oder sowas. Keine Ahnung, was das war. Ein Igel, wir waren direkt hinter Ihnen. Also gesehen haben wir nichts. Wir sind ja drei, vier Mal. Ja, Mini können wir auch gar nicht sehen, ja? Deshalb muss ich ein bisschen ausweichen. Wir wollen ja nicht plattfahren damit hier, ne? 50 Meter? Ja, ein ganz kleines Tier und ne? Da bin ich einen großen Bus. Dann ja, sind wir mit Insassen. Hauchen Sie mich mal an. Sollen wir einen Test machen? Kein Alkohol. Wären Sie mit dem freiwilligen Atemalkohol einverstanden? Haben Sie getrunken heute oder gestern? Nicht, wenn es sein muss. Guck mal, ja? Das Ding, ne? Ich hab's in der Tasche. Ach, schon dabei. Hab ich direkt eingepackt nach der Tour. Wollen Sie einmal aussteigen? Die Aussage des Fahrers, einem Igel ausgewichen zu sein, kommt den Polizisten seltsam vor. Paul Richter befragt deshalb die beiden Fahrgäste im Bus. Also ist Ihnen nichts Außergewöhnliches aufgefallen, großartig? Nö. Okay. Nö, wenn nichts ist. Sie sind schwanger? Ja, der Busfahrer, der war so nett, der hat mir noch beim Einsteigen geholfen. Ja, so soll es auch sein, ne? Ja. Alles klar. Wir gucken, dass es schnell weitergeht, ja? Okay. Also, zur Sache. Die Damen konnten von der eigentlichen Fahrt nichts feststellen, weil sagt der Atem. Haben die nicht gemerkt? Boah. Die eine Dame ist hochschwanger. Okay. Dachte, ihr wäre nichts aufgefallen. Und die andere Dame war in ihr Buch vertieft, hatte Kopfhörer auf und gar nichts bekommen. Auch uns nicht. So, das ist der Damme. Der hat jetzt leider keinen Ausweis, keinen Führerschein und nichts dabei. Das ist schlecht, der Damme. Das ist ganz schlecht eigentlich. Ne? Aber er hat zumindest mal eine Gehaltsbescheinigung dabei, dass wir die Personalien aufnehmen können. Hm. Ja? Soll ich aufschreiben? Oder? Magst du? Hm. Dann kann ich den Atemalkoholtest durchführen. Mach Sind mal. Ja damit einverstanden, ne? Ja, wenn es sein muss. Ja, wir gucken mal. Weil ist ja nur für Sie zugute. Ne? Das ist halt sehr auffällig gewesen. So, dann einfach mal reinpusten. Weiter. Gut. Nee, ist 0,0. Das ist schon mal vorbildlich, Herr Damme. Ja. Danke. Bleibt dabei. Okay, Personalien hast du. Woran könnte das denn? Also ein Igel oder sowas war das, ja? Oh, da haben sie versucht, dran rumzufahren. Ja, ich wollte nicht platt fahren. Ja, ja gut, das wäre ja auch gemein. Ja, gut, sie haben Fahrgastinsass, ne? Da fahren sie im Zweifel drüber. Ja. So blöd das klingt, also aber... besser. Was ist denn jetzt? Was ist denn da drin los? Aua! Komm mit rein. Mein Kind! Oh! Mein Kind, komm! Kommt wehen, oder was? Ja! Wie weit sind Sie denn? Bleiben Sie, versuchen Sie mal sitzen zu bleiben. Für den versuchen Sie mal sitzen zu bleiben, mal sich abzuhocken. Bleiben Sie in Ruhe. Ja, wir haben hier eine hochschwangere Frau, die anscheinend ihr Kind bekommt gerade. Im Bus. Ganz ruhig bleiben. Das ist ganz normal. Wir brauchen sofort ein RTW hier. Biologiestudentin? Ja. Also, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja. Wir lassen mal einen Rettungswagen kommen. Das ist zwar nett, dass Sie uns Hilfe anbieten, aber... Genau, ruhig atmen. Ey, der haut ab! Was ist denn jetzt hier? Bleiben Sie bei der Frau, ja? Ah! Stehen bleiben! Polizei! Bleiben Sie stehen! Wir haben doch Ihre Personalien! Bleib stehen! Ja, was war das denn für eine Aktion? Boah, so was habe ich heute noch gebraucht, ey. So, was war das jetzt? Ich gar nichts mehr. Sie sagen jetzt gar nichts mehr, gar aber nichts vernünftig. Nee. Das war die gerade natürlich richtig, ne? Ey, zum Glück habe ich das sofort gesehen. Ich habe gar nichts mitbekommen. Der Mann weigert sich beharrlich, zum Sachverhalt auszusagen. Die Polizisten entschließen sich deshalb zu einer Leibesvisitation. Gino Meyer erklärt, warum. Er ist weggelaufen. Und
Was haben Sie hier? Wir haben jetzt hier irgendwie einen Straftatverdacht. Wir haben noch nicht so genau die Zusammenhänge. Zumindest haben wir den Verdacht, dass er uns gegenüber erstmal falsche Personalien gegeben hat. Und Messer? Messer. Oh, super. Was hast du da jetzt? Bargeld. Mit Bargeld? Mhm. Was ist das für Geld? Wollen Sie sich dazu äußern? Zugeflogen gekommen. Zugeflogen. Da muss man mal Glück haben. So. In der Zwischenzeit hat sich die Studentin um die schwangere Frau gekümmert. Kurz darauf macht sie eine unfassbare Entdeckung. So, wie sieht's denn hier aus? Sind die Wehen noch mal gekommen? Ah, das ist ein Fake-Bauch. Das ist kein echter Bauch. Was ist das denn? Mann, ey. Wie, können Sie mir das jetzt noch mal ganz kurz erklären? Ja, ich wollte... Fühlen Sie mal, das ist Plastik. Machen Sie mal einen Pullover hoch, bitte. 34, was ist das denn? Das, ja. Das ist ja, die hört sich kaum an, halt. RTW kannst du abbestellen. Das ist eine Scheißidee hier mit dem Bus. Moment mal, Sie haben uns doch gerade wehen. Setzen Sie sich mal bitte wieder hin. Ich habe einen Anruf von einem Herrn Müller, das ist ein Tankwart. Ah, ja. Von der Tankstelle ganz um die Ecke. Er hat jetzt gerade Notruf abgegeben. Die Tankstelle wurde kurz vorher von dem festgenommenen Paar überfallen. Die Täter haben den Raub im Vorfeld offenbar minutiös geplant und verhielten sich dabei äußerst brutal. So, wir haben hier eine richtige Abzugsmasche gehabt. Also die zwei haben sich da schon richtig was ausgedacht, haben allen was vorgespielt und abgegaukelt und richtig Kohle, muss man sagen, auch dabei abgezogen. Sie hat hier so einen Kunststoffbauch unterm T-Shirt gehabt und mimt hier die Hochschwangere, die gleich ihr Kind bekommt. Und er, bewaffnet mit so einem Butterfly-Messer hier, bedroht dann den Tankstellenpächter, um dann richtig Kohle abzuzocken. Und wie man in diesem Fall sieht, es geht doch in den Tausenderbereich rein, ne? In den Tausenderbereich rein. Reichlich Kohle hier durch diese Masche abgezogen. Also echt verwerflich und kriminell. Sie bleiben schön hier. Ich habe keine Lust, auch hinter Ihnen herzurennen. Wir haben ein zweites Einsatzmittel. Ja? Haben Sie Ausweispapiere dabei? Ja, in meiner Tasche. Alles klar, die findet der Kollege gleich. Nein, ich fahre weg. Gar nichts dran zu machen. Sie bleiben jetzt hier bei mir, stellen sich da in die Büsche und machen Sie Blödsinn, liegen Sie in der Dorn. Haben Sie mich verstanden? Ich komme mit Personen jetzt. Wir flüchten mit dem Bus. Mit dem Bus flüchten? Ja. Also, ehrlich habe ich mir das jetzt schon gedacht. So ja, wie und gesprochen, dann hat der Tobi 30, die Polizei gesehen. 10, und ja, da hat er Panik gekriegt. Aha. Ja, und dann hat er den Busfahrer K.O. geschlagen. Wo ist denn der Busfahrer? Ja. Ja, wie? Ja, wo ist der Busfahrer? Komm, Mädchen, sag mir was. Ja, der Busfahrer, der ist... Komm, sag mir was. Wo? Nix weglaufen hier, ne? Aua, nicht schon meinen Arm zu fassen. Hallo! Pass auf, du hast gleich die 8 auf dem Kreuz, wenn ja, du hier noch weiter Blödsinn machst. Ja, das Köpfe verletzt. Ey, nicht hey. Von meinen Arm ab. Hey, ruhig. Mach mal locker hier. Lass mal locker. Ganz locker. Ich hab keinen Bock, dass die aufstiften geht. Ja, ist ja gut. Dann müssen so, Mäuschen, hast du es jetzt kapiert? Ich bin nicht im Mäuschen. Hast du es jetzt kapiert? Guckst du jetzt selber, wo der ist, Mann? Pass auf, ich gehe zu ihm. Lassen Sie mich jetzt mal los. Nee, ich lass ihn nicht los. Lassen Sie mich los, und zwar sofort. Hallo. Ey. Es ist gut, ne? Ja. Mach Halbgas, Oh. Hallo? Die Polizei? Gino! Mama, ein RTW, der Busfahrer ist hier hinten. Du hast die Funke. Ja, liegt vorne. Können Sie aufstehen? Der Busfahrer ist zwar benommen, kann Polizeioberkommissar Paul Richter aber schildern, was sich in dem Bus zuvor abgespielt hat. Kann sich irgendwie an den Tatvorgang erinnern? Bleib locker. Auf einmal, ich mach die Tür auf, wollte Fahrgäste reinlassen. Und dann habe ich nur noch auf einmal einen Schlag gespürt und dann war schwarz. Hm. Das nächste, was ich mir erinnern kann, ist, dass ich hier unten jetzt gerade aufgewacht bin. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Die haben vor der Tankstelle überfahren, hier auf der Hauptstraße. Direkt um die Ecke. Weil du da vorbeigefahren bist. Wir müssen die zugestiegen sein. Ja, ich weiß nicht, wie es gelaufen ist. Die Linie ging ja nicht mehr lang und dann bin ich hier rum. Auf einmal war ich weg, nachdem der Fahrgast alle eingestiegen sind. Ich habe die Fahrkarten gesehen und dann. Das Pärchen erhält Anzeigen wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung.